Hallo und willkommen zu Let's Verarsch Lars. Ja, wir hoffen noch, wir kriegen ihn verarscht, Mann. Okay, gut, ich rufe an. Funktioniere bitte! Wenn der Hesige Huren so nicht mal rangeht. Ja. Ha, gay. Ajo. Guck mal, dessen Hose, jetzt musst du anrufen, Alter. Warte mal. Puh, und so ein Sache, noch kurz einen Moment. Übrigens haben wir schon gesagt, wie wir ihn verarschen wollen. Nein. Erzähl. Ich muss es erzählen. Das war doch deine Idee. Nein, das war deine Idee und es geht doch um dich, also. Ne? Ja. Also, wir werden sagen, dass ich meine Ex-Freundin geschwängert habe. Natürlich nicht in Wirklichkeit, ne, aber wir werden sagen. Wer das denkt, ist ein Fan. Okay, es geht auf. Lars? Jo. Welch intensives Gespräch. Ich hätte viel von dieser fucking Scheiße, ey. Dein Bruder ist schuld, Alter, ohne Spaß. Bestimmt. Dein Bruder ist immer schuld, wenn dein Internet kacke ist. Echt so, Alter. Jo, weil ich krieg zu viel, ne? Dann sitzt er an der PS3 am Laptop. Oder so, und am iPod und was weiß ich nicht noch. Mach ich das nochmal, ne? Ich krieg zu viel, ich raste, ich krieg so einen Hals, ne? Dein Bruder ist ein richtiger Hurensohn. So, jetzt nochmal, go. Dann rufe ich ihn nochmal an. Ach, dann frisst du jetzt, Schatz, den Ton. Lüg da drauf, Alter. Eiskalt. Ist doch scheiße. Achso, und ich werde dir, also für die Zuschauer jetzt, ich werde dir erzählen, was du zu tun hast. Wie du drauf genau sein musst, wie du erzählen musst, wie gay du sein musst, nur ein bisschen oder ganz dolle. Ich wollte jetzt eigentlich pennen gehen, aber drauf geschissen. Wolltest du? Kannst ist du gerne ja machen. Morgen nur Donnerstag. Was? Ja. Hörst du ihn? Ja. Na, kann ich dich hören? Ja. Nur nicht ja so gut. Ja. Mach mal bitte den Fernseher leise. Jo. Warte, ah, wird los sein. Ja. Alter. Was? Könntest du kurz dein Fernseher leiser machen? Mein Fernseher ist leiser, ich hab gar nichts an hier. Das könnte sein. Oh, halt. Sind wir hier? Leute, okay. Alter, Junge. Okay, gut. Sprich richtig ja bedrückt. Ja. Also das kann sein, dass ich jetzt mit iPod anrufe, dass es wegen Lautsprecher jetzt so ist. Also, ich habe mich ja irgendwie vor 2 Wochen noch mit Luisa getroffen, ne? Ja. Und ja, sie war heute hier. Und wir hatten, also als wir sie getroffen hatten, da hatten wir, also ja, weißt du? Ich jetzt Hölle. Ja, also da kamen so alte Gefühle wieder hoch und dann, ne? Und dann war sie heute hier und Alter, ich glaube, ich habe sie geschwängert, Alter. Sie sagt es zumindest. Sie, also, ja, sie sagte, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hatte und ja, dass sie dann, ne? Dass er dann positiv war. Weil sie die Pille nicht mehr genommen hat. Ja, sie hat die Pille halt nicht mehr genommen, weil sie ja kein anderer Freund hatte oder so und das dann für ich nicht für nötig gehalten hatte und wir dachten, YOLO, wir hatten ja eh schon einmal, dass wir denn kein Kondom mehr brauchen oder so und dann dumm genug. Ja. Ah. Alter, ne, ich. Nein, Alter, ich krieg echt diesen Anfall. Ein Lachanfall.
Du sollst auf du gleich mhm. willst. Alter. Nein! Alter, yo, Mann, ich schwitze schon. Nein, Mann, ohne Witz! Alter, ohne Witz! Ich wollte eigentlich mit Dennis oder so reden, aber ich glaube, mit dir kann ich das noch so am persönlichsten besprechen. Ich hab's auch noch niemandem erzählt, noch nicht meiner Mutter oder so. Und so langweilig kann dir gar nicht sein. Weißt du, wie das ausgeklappt, wenn dieses wirklich ist? Ja, Alter, Mann, die will dann morgen nochmal oder so zum Frauenarzt gehen. Aber wenn sie wirklich schwanger ist, Alter, was soll ich tun? Du weißt ja, wie ich gegen so Morde bin und sowas, Alter. Ich kann dich doch nicht abtreiben lassen. Ja, Mann, Alter, weißt du, wie Schiss ich habe? Alter, ich brauch's jetzt aufgelegt. Du musst auch mal Hinweise geben, weil ich ruf nochmal neu an. Ja, hab ich doch die ganze Zeit, ey. Jo. Sorry, Alter, ich hatte aus Versehen aufgelegt. Alter! Ja! Jetzt fängt das Leben erst an. Ja, Alter, jetzt fängt das Leben erst an, Mann, Alter, ich weiß gar nicht. Ich hab noch nicht mal die Hälfte meines Lebens rum, Alter. Ich hab noch gar nicht an Kinder gedacht, ey, Mann. Und du willst. Was egal. Das ist jetzt. Das ist jetzt deine einzige Sorge, warum ich mich mit ihr getroffen hab, Alter. Du magst die ja nicht. Ja, aber sie wollte mit mir reden und ich dachte so, ey, dann rede ich mal mit ihr und dann waren wir da so lange unterwegs, bis irgendwie 12 Uhr und dann bin ich mit zu ihr gekommen. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Und, Mann, ich dachte halt so, na, und dann, Alter, komm darauf nicht mehr klar. Junge, Junge, ich weiß nicht, was ich tun soll, Alter. Tja, ich krieg ja. Ja, Mann, Alter. Wie gesagt, du bist der Erste, mit dem ich rede. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alter, Mann, ich hab das Gefühl, du bist verzweifelter als ich, Mann. Sollst du noch mal ein bisschen helfen hier? Frag, ob er für dich da ist, wenn es soweit ist. Du bist. Wärst du denn für mich da sein? Sicher, dass jemand erwartet, dass ich eigentlich mein bester Freund vielleicht wird? Alter, wärst du denn für mich da sein, Alter? Also. Mein Leben wird untergehen. Alles klar. Ja, Mann, außerdem muss ich dann mit Luisa und so, ne? Alter, ich zitter hier so richtig heftig, Mann. Sag, dass du am Arsch bist. Ein richtiger Arsch, Alter. Lass die Scheiße mit dem Alter. Ja, Alter, ich weiß. Ich weiß das doch, Mann. Junge, hör mal auf, die ganze Boy zu sein. Helf mal ein bisschen, Mann. Du sagst die ganze Boah, yo, ey. Ich finde das voll krass. Was soll ich da hinkriegen, Mann? Was ist, wenn sie wirklich schwanger ist? Ja, sie geht morgen oder übermorgen zum Frauenarzt. Was soll ich denn da hinkriegen, Alter? Ich kann sie doch nicht von der Treppe stoßen oder so. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Alles geil. Jo. Willst du als jugendlicher Vater denn? Nein, Mann, ich will doch nicht bei mitten im Leben oder sowas landen, Alter. Ja, Mann, aber... Ja, aber ich kann auch nicht abtreiben... Also, sie kann auch nicht abtreiben lassen. Das würde ich nicht zulassen, irgendwie, Alter. Verstehst du? Ich weiß ja, wie du bist. Ja, Mann. Fido, versuch immer vom Schlimmsten auszugehen. Ja, Alter. Ich glaub... Also, weißt du... Das, ja, Mann, ich... Ja, also... Ich... Mann, ich muss ja den Unterhalt zahlen. Ich muss ja für das Kind sorgen, weißt du? Was, wenn es zwei Kinder gibt? Alter!
Das ist... Das sind Zwillinge, kann ich nicht bringen. Okay, Moment. Ja, man ist... Nein, Junge, nein! Alter, ohne Witz. Meinst du, ich soll mit meiner Mom darüber reden, Alter? Musst du wohl reden. Ja, Alter, die fällt um. Ja klar, oder willst du? Nein, aber... Sag, dass du keine Ahnung hast, wie mein Vater ist. Ja, es ist ja vielleicht noch gar nicht sicher, dass ich der Vater bin, weißt du? Kann ja auch sein, dass sie vielleicht eigentlich schwanger war und das ja, ich sag mal so, ja, genau. Deswegen hat sie mit dir geredet. Ja klar, aber es geht ja auch denn nur, wenn das Baby da ist. Das heißt, ich muss 9 Monate Angst haben, oder was? Alter. Der ist noch planlos als ich. Jo, mach mal ein paar witzige Bemerkungen, die ich da bringen kann, oder so. Eng ein Wort, was ich vielleicht noch einbringen muss oder sowas. Okay. Ja, Alter. Das ist richtig heftig. Ich meine, wenn das Kind da ist, ich meine, sie kann jetzt sich auch nicht ewig um das Kind sorgen, weißt du? Und sie wohnt ja auch gar nicht mehr bei ihrem Vater und sowas. Und dann muss sie das Kind vielleicht hier, meine Mutter oder so, und meine Mutter hat dafür auch keine Zeit. Weißt du, was? Jo, ey. Ich weiß. Mein Spasti. So, du bist so ein Spasti. Ich weiß nicht. Okay, warte. Ich muss überlegen, warte. Scheiße! Ich bin so ein. Ja, man, also ähnlich. Beim Mädchen, ey. Junge, ey, ganz ehrlich. Und wenn sie noch ein Mädchen kriegt, ey, dann bin ich ja richtig gearscht. Okay. Alter, wenn das ein Mädchen wird, ne? Wenn das ein Mädchen wird mit Titten und so, ey. Okay. Warte. Ja, warte kurz. Oh Mann, ey. Einfach geil. Ich komm darauf einfach nicht klar. Weißt du, was ich meine? Was, wenn sie eine Nutte macht? Ich schick das Kind auf den Strich. Okay, jetzt kommen wir zur Auflösung. Alter, ne? Ich versuch gar nicht, was das Kind für eine Zukunft haben soll, weißt du? Ich meine, wenn sie schon jugendliche Eltern hat. Okay. Aber du kannst mich verstehen, ne? Ja, klar. Ich scheiß dich einfach noch mehr in die Hose als du. Ich muss nicht irgendwas okay. Alter, ne? Ich glaube. Ja, Mann. Ja, aber, Alter, wenn es ein Mädchen wird, ne? Was, Alter, wenn ihr, ich weiß, hm? Was, wenn ihr euch doch zur Abtreibung entscheidet? Soll ich das jetzt mit dem Strich sagen oder für der Abtreibung? Ja, das mit der Abtreibung ist besser. Okay, danach mache ich das dann zur Auflösung hin. Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht soll ich ja wirklich abtreiben, weißt du? Aber dann kommt das... Ist man ja sozusagen ein Mörder, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, man. Ja, weißt du, man hat halt immer so einen Menschen getötet. Zwar von der Entscheidung her, weißt du Bescheid? Das hat zwei Nachteile und Vorteile. Wenn du es machst, also wenn du es weißt und sie.
was machen würde. Dann könntest du erst in der Zukunft alles, könntest du dein Leben machen. Ja, ja. Aber du musst immer im Hinterkopf behalten, dass du etwas getötet hast. Das bei und alles, dass du der Mörder bist. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich weiß nicht, also. Oder wenn es mir übel zu schweren. Soll ich jetzt sagen, dass ich das Kilo mit dem Strich schicken würde oder so? Zum Abschluss? Ja. Ja, weißt du, das Ding ist auch. Ich weiß nicht, was ein Kind später machen soll, ich weiß nicht. Ich glaub, die einfachste Lösung wäre, wenn ich ein Mädchen bekomme. Alter. Ich komme darauf nicht klar, ne? Ich glaube, am zufriedensten wäre ich noch mit einem Mädchen. Weißt du? Weil. Ja, also ich glaube, also ich hoffe, es wird, wenn, dann ein Mädchen, wenn es denn mein Kind ist, weil. Weißt du, so Mädchen? Alter, weißt du, so Mädchen, die. Kann man noch. Ich krieg's viel, Alter. Okay. Alter, Mann, ich komm drauf nicht klar. Aber wenn es ein Mädchen wäre, ey, die kann man so ausnutzen. Alter. Kind, ey. Das Mädchen kann ich einfach mit Pferd drauf auf den Strich schicken. Oder so. Ja, aber wenn es ein Mädchen wäre, dann. Könnte ich erwarten, bis sie alt genug ist, so fährt und so, dann könnte ich sie auf den Strich schicken oder so. Ja, ich weiß nicht, wenn bin ich denn ihr Zuhälter wäre oder so. Weißt du? Ich glaube, da kommt gar nicht mit, was ich sage. Sag noch ja, ja. Also ja, also, weiß nicht. Also, Kind mit so einem Mädchen, ne, könnte man auch massig Geld machen. Wenn man sie dann echt so auf den Strich schicken würde, so. Weißt du? Bring doch irgendwas mit krank. Ja. Ich muss echt sagen, wenn es wirklich ist, dass mein Kind ist. Was soll ich denn sonst sein? Ja, Alter, ich weiß nicht, weißt du? Ja, aber. Dazu kommt. Alter, ja, aber dazu kommt. Ich glaube. Du seid mir noch Herpes angehängt oder so. Ich glaube, du seid mir noch Herpes oder sowas angedreht, ja. Angedreht, Alter. Weißt du? Yo, Alter. Sag das irgendwelche Pickel. Ich hab da so richtig heftigen Ausschlag oder sowas, ne? Aber ja, ich weiß nicht, bei Mädchen, ne? Die schicke ich einfach auf den Strich und dann machen die für mich Geld oder so. Was, wenn sie Bulimie hat? Was ist, wenn das Kind binnen zu Bett kommt? wenn das Kind irgendwie nur einen Arm oder sowas hat, weißt du? Und kein Bein. Und wir haben ein paar Zehen. Kopfkino als ein Baby und Beine aus den Zehen dran. Oh ja. Alter, wenn ich echt so ein behindertes Kind hätte, ne? Ich glaube, ich könnte das nicht mehr auf den Strich schicken, Alter. Wird's aber nicht wenn es wirklich ist. Bitte nicht zu. Ich rede davon, ein Kind auf den Strich zu schicken und er. Ja, Alter, ich weiß nicht, wenn ich könnte meine Tochter ja sich durch die Straße ficken lassen, weißt du, und dann kommt da für mich noch ein bisschen Geld rein. Sonst kann ich sie selber so schlagen oder so. Wenn es wirklich so ist, würde ich es lieber abtreiben. Was? Wenn es wirklich so ist, würde ich es lieber abtreiben. Naja, ich weiß nicht, ey. Vielleicht, wenn sie behindert wird, vielleicht kann ich sie dann auch als
Zirkusattraktion oder so auf den Kopf. Auf jeden Fall. Ich bin so ein behinderter Junge. Aber jo, ich habe einfach gerade mal gar kein Netz mit dem iPod. Oh Mann, ey. Alter, ich rede davon, ein behindertes Kind auf den Strich zu schicken oder so. Und der so, ja, aber wenn das wirklich so ist, ne? Und das die ganze Zeit, ich glaube, der Typ hört mir gar nicht mehr zu. Ja, dann sag, ich sprich ihn drauf an. Warte mal kurz. Alter, ich muss mich voll zurückhalten. Ich versuche die ganze Zeit das Lachen, Heulen oder sowas. Was auf Hand, ey. Dass er es noch nicht mitbekommen hat. Das ist ja auf jeden Fall. Alter. So. Ich rufe nochmal neu an. Klöße sind wahrscheinlich gleich auf oder so. Oh jo, wir nehmen schon vor lange auf. Okay, go. Sorry, mein Internet war abgekackt. Also, weißt du, ich glaube... Könnte ihn damit leben lassen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich Luisa oder so in der Beziehung rauchen, weißt du? So das Kind vielleicht. Nein, ich lasse Luisa irgendwie, keine Ahnung, vielleicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es ein Mädchen wird und dann kann ich sie einfach auf den Strich schenken, weißt du? Wenn es wirklich so ist. Nein. Ja, egal, da weißt du, ganz ehrlich, da kann man so ein bisschen damit machen, wenn man sie so ein bisschen rumficken lässt. Und ich glaube, ja, aber ich glaube, Leute bezahlen viel für ein Kinderporn oder so. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin lieber Zuhälter. Ja, aber ich bin lieber Zuhälter als Mörder, weißt du? Ja, und ist mir doch egal. Sag, dass du das Gefühl hast, dass er dir gar nicht zuhört. Ich hab das Gefühl, du hörst mir gar nicht zu. Da haben wir noch ein paar Wörter, die ich da reinwerfe, Alter. Lass mich überlegen. Alter. Philosophieren, Alter. Alter, ich glaube, darüber muss ich echt mal eine Nacht philosophieren oder so. Weil, ich meine, ganz ehrlich, wenn es ein Junge ist, dann ist es schon noch genug alte Säcke, die es wollen oder so. Wirf mal Gaming mit ein. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, wenn es vielleicht doch ein Boy wird oder so, kann ich es vielleicht auch vor die Xbox oder sowas setzen, dann habe ich so einen kleinen Philosophen, wo, weißt du? Kein extra Punkt. Ich hätte eher sowas gesagt, wie, da müsstest du das Gaming an den Nagel hängen. Nein, Alter, ganz ehrlich, Alter. Oder wenn es zur Welt kommt, weißt du, dann kann ich so ein Kind auch mit meiner Leidenschaft verbinden, weißt du, ich kann das Kind einfach im Kopf stellen und eine Runde drehen lassen. Weißt du? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt es auch schon rausgeflutscht mit einem Salto oder so, weißt du? Ich weiß nicht. Oder dem Kind so ein paar Sidekicks halt. Jetzt sag, dass du es auf einmal positiv siehst. Ich glaube, ich find's ganz gut, dass ich ein Kind kriegen werde, Alter. Ja, weiß ich nicht, so nach dem, was ich gerade gesagt habe, so ein Kind so Sidekick beibringen oder auf den Strich schicken, weißt du? Ist schon ziemlich geil. Weißt du? Ich weiß nicht, ich kann dann auch immer an irgendwas meine Wut rauslassen. Ich meine, die haben so eine weiche Schädeldecke. Oh mein Gott.
Alter, warte. Erzähl noch irgendwas mit Drogen. Alter, ich glaube, ich fange echt an, Drogen zu nehmen oder so. Das war low, aber okay. Oder? Aber was ist, wenn ich dem Kind Drogen gebe? Wenn das wirklich so ist. Aber, hey, aber wird's ganz ehrlich, stell dir das mal vor. Ein Kind, das sich gerade so Crystal Meth oder sowas reinzieht, das auf YouTube. Einfach so. Das wird mich doch eigentlich zum. Einfach so ein Neugeborenes, was sich Heroin spritzt. Oder ich kann auch einfach so eine Heroinnadel so einfach so Neugeborenes so in den Arm rammen, weißt du so? Das auf jeden Fall auf YouTube stellen. Ich glaube, damit würde ich echt viel Geld machen, meinst du nicht? Vielleicht kriegt es dein AIDS. Alter, glaubt ihr dir das immer noch? Ist das dein Ernst? Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, aber wenn das Kind zur Welt kommt, weiß ich, kann ganz abgefahrene Dinge mit ihm machen. Ich kann Basketball spielen oder so. So durch den Kopf werfen. Das wird mich vielleicht auf YouTube echt gerühmt machen, Alter. Weißt du? Ja. Der meint, das war nicht ernst, oder? Das war nicht ernst. Was hat er gesagt? Ja, man so, ja, und du musst du abtreiben oder so, das ist viel sinnvoller. Ich glaube, der merkt das nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich ein Kind krieg, ich glaube, I crush my kid into the bridge. I don't care. Ja, Mann, ich verarsch dich, du Faggot. Und Dennis war die ganze Zeit dabei, der hat mir ein paar Sachen immer ins Ohr geflüstert. Nein, wir reden über Teamspeak, nicht mit dir über iPod, weißt du? Alter, ich meine, ich geb dem Kind Drogen oder ich schick's auf den Strich. Und wie es der einfach noch geglaubt hat. Alter, meine ich, ich will das. Ich hab gesagt, ich will dem Kind eine Theorie. Ich will dem Kind Drogen geben und das auf YouTube stellen, Mann. Und du sagst, aber wenn du es wirklich machst, dann kommst du in den Knall. Alter, erst bei I crush my kid into the bridge. Alter. Oh, yo. Oh, Mann. Ja? Na? Ich hab eigentlich gesagt, ich bring dem Kind ein paar Sidekicks bei. Hey, ich glaub, Alter, ich dachte, du hast mir nicht zugehört, ich schick das Kind auf den Strich, bin ein Zuhälter und so. Du bist aber, yo, dafür kannst du ins Gefängnis kommen, das machen so viele. Alter. Naja, alles klar. Okay. Danke, dass du so schön mitgemacht hast, Alter. Willst du noch irgendwas sagen? Okay, alles klar. Tschüss, ne? Wir hören uns. Ja? Komm nicht an, wenn du bei der Frau weggeschwanger ist. Alles klar, hau rein. Tschüss. Alter. Oh, wie die ganze Zeit meint. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Oh jo, ey, ich hab mich kaum noch eingekriegt. Ich werden es aber wahrscheinlich so ein bisschen cutten, ne? Nö. Voll lang. Ich schon. Also mach's gut, bis nächste Mal. Tschüss.